Ja, hallo, mein Name ist Nils Wiedrinner von derfotoapparat.de. Ich möchte die Fotobox vorstellen, die wir vermieten. Und zwar ist es diese weiße Box, gebaut aus robustem Holz. Man merkt es schon, die kann auch nicht umfallen, da passiert nichts auf einer Party. Das ist natürlich ja, sehr sinnvoll, da es manchmal schon ein bisschen wilder zugehen kann. Also hier kann nichts passieren. Ja, innen drin ist eine professionelle Spiegelreflexkamera für gute Fotos. Die ist hier oben drin. Hier haben wir einen großen Bildschirm. Das war mir sehr wichtig. Der sollte sehr groß sein, dass man sich auch von 2, 3 Meter Entfernung gut drin erkennen kann. Und ja, der Bildschirm ist einmal dafür da, um die gemachten Fotos anzugucken. Dann, um das Foto zu starten. Das heißt, man drückt drauf. Es wird von 5 bis 0 rückwärts gezählt, ein Countdown. Und ja, bei 0 wird halt das Foto gemacht. Wie das aussieht, das zeige ich nochmal in einem anderen Video. Und dann ist der Bildschirm noch dazu da, sich die gemachten Bilder anzuschauen. Hier kann man draufdrücken. Wenn es dann mehrere Fotos sind, hat man hier die alle aufgelistet. In diesem Fall habe ich jetzt mal eins gemacht und ja, man kann sich das anschauen. Hier kann man noch sich auswählen, je nachdem, was man gebucht hat, das Bild drucken zu lassen. Man kann es noch zum Beispiel per E-Mail zu sich schicken. Man kann es auch noch per Facebook hochladen, auf eine Unternehmensseite zum Beispiel. Das ist natürlich für Unternehmensevents super gut, vor allen Dingen fürs Marketing, für die Werbung da. Ja, was haben wir noch? Hier oben ist eine Softbox mit einem professionellen Studioblitz. Das heißt, man braucht sich über die Ausleuchtung der Fotos keine Gedanken machen. Das Event oder auch die Party, das kann ruhig dunkel sein. Durch diese Blitzanlage ist das Foto immer super ausgeleuchtet. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Und ja, was hat man vor so einer Fotobox? Man kennt diese Bilder mit Sicherheit schon von Partys, wo man sich hinstellt mit Hüten, mit Schnurrbärten, mit lustigen Sonnenbrillen. Und genau solche Fotos kommen hierbei raus. Das heißt, man hat eine Ecke, wo die Fotobox ist. Das ist meistens ein bisschen, ja, nicht versteckt, aber ein bisschen vielleicht abgegrenzt. Und die Leute sind einfach so unter sich. Die kommen einfach raus. Also die machen wirklich, die haben wirklich gute Laune. Die Gäste, denen ist nicht langweilig mit so einer Party. Die haben mit super viel Spaß. Von klein bis groß, ich habe alles schon erlebt, die lustigsten Verkleidungen. Ja, die gehen einfach aus sich raus, die Leute. Fühlen sich ein bisschen unbeobachtet, das kriegt man gar nicht so hin als Partyfotograf. Die Leute sind einfach unter sich und entstehen die lustigsten Fotos. Ja, man kann sie jedem empfehlen, für jede Party, super Highlight, Erinnerungen. Auch für Hochzeiten ist es ganz interessant, später einfach diese Fotos vielleicht als nochmal in die Danksagung mit reinzupacken. Man hat in der Regel von jedem ein Bild dann. Ja, und das ist einfach unsere Fotobox. Ich zeige jetzt im Abspann nochmal ein paar Fotos, die bei ja, Events entstanden sind. Da seht ihr einfach mal, was da für lustige Sachen bei rumkommen. Und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Also, bis dann. Tschüss.